So, jetzt muss ich Sie um den Kommentar bitten, denn Sie waren damals dabei. Ja, Olga Korbut ist klar, kann man nicht den Namen zu sagen. Sie hat eine sehr kesse Übung dargeboten, auch zu ihrem Körper, zu ihrer Art passend und noch mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, sie hat ja eher wie so ein Lausbub gewirkt. Ja, ein doch beginnend damenhaft werdender, ja, wenn ich mir das erlauben darf. Ja, ja, natürlich. Ja, man sieht hier auch wieder die Perfektion der sowjetischen, damals russischen Ballettschule. Und das war, glaube ich, ein wesentliches Unterpfand, dass halt auch im Bodenton weiterhin diese hohen Leistungen geboten wurden. Ja, sie wurde sehr schnell zum Publikumsliebling, weil sie klein war, weil sie graziös war und weil sie hier deutlich zu erkennen eine einfach hübsche und irgendwie auch lustige, fröhliche Bodenübung geturnt hat. Allerdings wurde auch nicht versäumt, in den Monaten vor den Olympischen Spielen von München viel Publicity zu sammeln in den USA und so weiter. Und das war sicher ein gutes Pfand, um dann auch in München auf dieser Welle weitermachen zu können. Aber es war halt ihr auch zu gönnen, denn sehr schöne Übung. Und sie war schon auch gut. Ja. Und sie hat in diesem Moment die Führung im Achtkampf übernommen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig darzustellen, weil